Kfz-Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute hier auf der NuFarm am Stand von Kloß Trailer und Inhaber und Geschäftsführer Thomas Kloß ist bei mir. Ja, und wir möchten einfach mal heute gerne wissen, was hat Kloß Fahrzeugbau Schönes, Interessantes mit zur NuFarm gebracht und was sind so die Messe-Highlights von Kloß? Ja, hallo, vielen Dank. Wir haben hier eine 50 Kubik Stahlmulde für den Transport von Schrott. Sehr interessant ist halt eben dabei das Eigengewicht, was wir haben. Wir liegen da unter 7 Tonnen und dadurch ist das Fahrzeug halt eben auch sehr individuell einsetzbar. Des Weiteren stellen wir im Freigelände noch Alumulden aus, diese auch ganz speziell gefertigt sind mit Aluminiumchassis und da halt eben auch den Vorteil haben, dass sie sehr, sehr geringe Eigengewichte haben, weil dieses halt eben im Schüttgutbereich sehr wichtig ist wegen der Nutzlast. Ja, lieber Herr Kloß, vielen Dank für diese ersten Eindrücke von den Exponaten hier auf der NuFarm. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rum ums Fahrzeug, schauen uns alles an und Sie zeigen uns so ein bisschen die Details vom Fahrzeug. Sehr gerne. Okay. Ja, Herr Kloß, wir stehen hier draußen vor einem ganz besonderen Fahrzeug. Das ist eine sehr leichte Alumulde, die ihr hier mit nach Karlsruhe gebracht habt. Was ist denn das Besondere, dass das Fahrzeug genau auszeichnet? Was ist das Besondere an dem Fahrzeug hier? Ja, wie Sie gerade schon mal gesagt haben, ist es halt eben zum einen das Eigengewicht und wir haben hier eine ganz neue Konstruktion von dem Verdeckgestell von Camaro. Das Seil, was oben vorhanden ist, ist im Obergurt. Dadurch ist die Beschädigung beim Laden und so weiter nicht mehr gegeben. Und halt eben auch die Bauform, wenn man die Seitenwand sieht, die ist halt eben jetzt in einer kompletten Schweißkonstruktion, die waagerecht ist. Und das sehen wir zum Beispiel auch sehr, sehr gut da vorne an dem Querschnitt. Da können wir gerne mal hinschauen und uns das mal genauer anschauen. Genau. Schauen wir uns das doch mal zusammen an. Ja. Ja. Kfz-Anzeiger. Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.